Beschreibe dich in 5 Worten. Caring, laut, loyal, sehr direkt, absoluter Familienmensch. Was hast du zuletzt bei Google gesucht? Oh, wirklich jetzt? Hormonfreie Verhütung. Wirklich, ist ein wichtiges Thema. Pille ist ungesund. Wein oder Schokolade? Schokolade. Was ist dein Lieblingswitz? Rolf morgens, wenn ich zu spät ihn abhole und er richtig pisst, guckt. Das ist jeden Morgen mein Lieblingswitz. Auf welches Lebensmittel würdest du niemals verzichten wollen? Rote Beete. Ungewöhnlich, ich weiß. Was ist dein verborgenes Talent? Sehr, sehr laut sein. Ist es verborgen, ist es nicht verborgen? Hat mir Marlene letztens gesagt, dass niemand das kann. Und zwar, ich kann schielen, aber so richtig, Achtung. Krass, ne? Das kann nicht jeder, ich weiß. Was war das beste Date, das du je hattest? Das beste Date, das ich je hatte? Mein Ex-Freund und ich haben mal eine Reise durch Amerika gemacht und haben in New York auf einer Rooftop-Bar sehr, sehr nett gefrühstückt. Und waren schon gut betrunken um 11. Das war super. Wer war die letzte Person, der du geschrieben hast? Meine Mutter. Was hast du heute Neues gelernt? Heute Morgen habe ich gelernt, dass ich die einzige Person bin, die gerne mal auf einen Mittelaltermarkt gehen würde aus Deutschlands Big Star Morning Show. Ich finde die Idee großartig. Die anderen nicht. Das kriege ich noch hin. Was war dein Traumberuf als Kind? Zuerst Ärztin, dann Sängerin. Also mit dem Singen, das klappt nicht. Und dann Moderatorin. Ja. Was hast du zuletzt getan, das dich extrem glücklich gemacht hat? Ich war am Wochenende bei meiner besten Freundin, die ein Kind bekommen hat. Und das ist sehr schön. Was würdest du gern an dir ändern? Ich trete sehr oft im Fettnäpfchen. Wenn man mich kennt, kann man das einordnen. Wenn man mich nicht kennt, könnte man meinen, dass ich unpassende Dinge sage oder tue. Ja. Obwohl, nee, ja, doch, ja. Was ist das Seltsamste, was du je gegessen hast? Schnecken. Schnecken. Und Heuschrecken. Was sind deine 5 Lieblingsfilme? Wie ein einziger Tag. Ja, sehr romantisch. PS, ich liebe dich. Oh, ich bin sehr romantisch angehaucht. Focus finde ich cool mit Will Smith. Was finde ich noch gut? Darf ich auch Serien nehmen? Ich nehme einfach Serien. This Is Us finde ich toll. Und The Coach. Random. Fand ich aber gut. Was bedeutet Erfolg für dich? Erfolg bedeutet für mich, dass man das tut, was einem wirklich liegt. Also wirklich seinen einzigartigen Talenten nachgeht und nicht das tut, was jeder rechts und links tut. Das ist Erfolg. Und man einen inneren Frieden hat, wenn man morgens aufsteht und sich denkt, ja geil, ich hab Bock auf den Tag. Ja, das ist Erfolg. Süß oder salzig? Oh, beide ist süß-sauer. Beste. Wovor hast du am meisten Angst? Dass Menschen, die ich liebe, frühzeitig gehen. Was hält dich nachts wach? Zu viel Kaffee von morgens noch, leider. Was war dein peinlichster Moment? Ganz oft passiert es mir, wenn ich Leute sehr, sehr attraktiv finde, dass ich nicht mehr sprechen kann und ihnen dann an einem Dienstag schönes Wochenende wünsche. Und die mich dann anschauen und sagen, Wochenende? Und ich so, ja, weil heute ist doch Freitag, nee, Donnerstag, tschüss. Und dann rauslaufe und ja, zu Recht wurde daraus nichts. Aber vielleicht nächstes Mal, ich muss dann nochmal in dem Café. Oh Gott. Oh Gott. Sommer oder Winter? Sommer, immer. Wenn du irgendwo auf der Welt leben könntest, wo wäre das? Melbourne. Ja, ich bin Lisa aus Australien. Ja, 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 ja. Was machst du nicht gerne? Putzen, aber ich bin ja Osteuropäerin und ich höre dann immer, wenn ich überlege, mir eine Putzfrau zu holen, meine Mutter im Hintergrund sagen, du bist eine Frau, du musst putzen. Wo soll der Mann kommen? Wie sollst du einen Mann finden? Ja, und dann putze ich halt selber. Was machst du gerne? Anderen Leuten auf die Nerven gehen. Nein, einfach Spaß haben. Einfach Spaß haben, das Beste aus allem machen. Das mache ich gern. Was ist deine schönste Kindheitserinnerung? Meine schönste Kindheitserinnerung? Ich habe ja sehr viel Familie in Moldawien und wir waren sehr, sehr viele Menschen in einer sehr kleinen Wohnung. Und wir saßen oft auf dem Boden, aber hatten uns gegenseitig quasi mit sehr vielen Kleinigkeiten an Essen und Trinken. Wir hatten nicht viel, aber wir hatten uns. Und nach der Auswanderung waren wir dann halt nur noch zu dritt. Deswegen ist die schönste Kindheitserinnerung eigentlich mit vielen Menschen irgendwo sein, die einem halt wichtig sind. Ja. Hast du jemals etwas gestohlen? Ja,
Sorry, Mama, Papa. Obwohl, nee, das wissen die ja, weil die Polizei war leider, ja, die war damals leider da. Ich habe meine Wimperntusche geklaut im Kaufland. Darf ich das sagen? Ja. Ich hatte Hausverbot mit 14. Ich dachte, das wäre eine großartige Idee. Es war nur ein Zehner, mir ging es auch nicht ums Geld. Es ging mir um den Kick. Und ich dachte, das geht durch. Und ja, dann kam halt der Ladendetektiv. Das war ein bisschen unangenehm. Telefonieren oder Sprachnachricht? Eigentlich sollte ich mehr telefonieren, weil meine Sprachnotizen gehen manchmal auch 26 Minuten. Doppelte Geschwindigkeit, beste Erfindung. Welches First-World-Problem hast du? Die Wellen, die ihr gerade seht, die halten nicht lang. Die sind gleich wieder weg. Alles blöd. Wenn du ein DJ wärst, wie würdest du heißen? DJ Kiki. Den DJ-Namen habe ich schon, weil ich gehe gerne hinter das DJ-Pult von Freunden und fange dann an, meinen eigenen Remix zu spielen. Sehr übergriffig. Übergriffig ist mein zweiter Name. Wie würde dein perfekter Samstag aussehen? Ausschlafen, was bei Morningshow heißt bis 8, wenn es gut läuft. Und dann ganz langsam aufstehen mit Musik, ein bisschen Wellness, vielleicht baden, duschen, ein bisschen durch die Gegend tanzen und dann frühstücken gehen. Ganz entspannt und zwar so lange, bis das Café zumacht und dann spazieren gehen. Ein guter Samstag.